Glück auf aus dem schönen Harz! Das heutige Thema ist der Abbau einer kompletten Anlage. Deshalb heißt dieses Video auch Ende Gelände. Ja, so läuft das. Was habe ich davon, wenn ich mir dieses Video anschaue? Die übliche Frage. Gut, es geht um den Abbau einer Anlage, wie der Titel natürlich schon sagt. Und das bedeutet, ich werde euch erklären, in welchen Reihenfolgen ich die einzelnen Sachen runterbaue, warum ich manche Sachen so tue, wie ich sie mache, damit man zeitlich sich nicht völlig verzettelt. Und ganz am Schluss werde ich auch mal sagen, was ich für so eine Anlage bezahle und natürlich, was ich mir denke, was dabei finanziell dann für mich rüberkommt, weil das Video soll ja heißen, Geld verdienen mit Modelleisenbahn, das ist natürlich immer der wichtigste Punkt. Viel Spaß! Als erstes seht ihr jetzt mal einen Schwenk über die ganze Anlage, dass ihr euch überhaupt vorstellen könnt, wie groß das gute Stück ist oder mittlerweile war. Ich habe ja schon gesagt, ich werde euch die Reihenfolge erklären. Also ich beginne natürlich mit dem rollenden Material. Als allererstes packe ich die ganzen Lokomotiven runter, damit ich das bei mir zu Hause besser sortiert habe. Und als nächstes danach die ganzen Wagen, dann ist das ganze rollende Material von der Anlage schon mal runter. Dann nehme ich, wenn es irgendwie möglich ist, schon mal die ganzen Häuser ab, weil die relativ empfindlich sind. Und dann dürfte eigentlich nur noch die Sachen drauf sein, die fest verdrahtet sind oder die Schienen auf einer Anlage. Das ist dann mehr oder weniger der nächste Punkt. Ich beginne die Schienen dann abzubauen, wo auch natürlich bei den Weichen, bei den elektrischen irgendwelche Kabel drunter sind. Da muss ich natürlich immer vorsichtig sein. Diese Kabel schneide ich unter der Platte ab. Ich weiß, wenn man die Weichen neu kauft, dann sind die Kabel relativ lang, die dran sind. Naja, und ich muss sie kürzen und natürlich sind da manche nur noch so ein 10 cm Stummel Kabel. Was in der Praxis aber nicht viel ausmacht, weil die Leute, die diese Eisenbahn wieder auf oder diese Weichen wieder verwenden wollen, die bohren sowieso direkt bei der Weiche wieder ein Loch in ihre Platte, ziehen die kurzen Kabelstücke raus und danach hätten sie sowieso verlängern müssen. Ob das Ding nun 10 cm oder 30 cm lang ist, es würde sowieso vermutlich nicht bis zur nächsten Verteilung reichen. Daher ist das in dem Fall nicht so kritisch. So, ich hoffe, wir können nicht alle gut sehen. Jetzt sind wir hier mittendrin beim Abbau. Aber das gehört auch mit dazu. Das ist eine schöne Anlage hier gewesen. Die Bilder habt ihr vorhin schon gesehen. Und im Großen und Ganzen, ja, das Haus muss halt geräumt werden, wie das oft so ist. Und deshalb muss es abgebaut werden. Und so verdiene ich halt mein Geld. Ja. Oh, jetzt ganz feines Werkzeug drin. Ja, gut. Dass wir gleich was schrauben müssen. Ja. Ich habe also halt noch ein Auto rum. Hat er mal von mir zu Weihnachten gekriegt. Ja, wie du bist, ne? Ja. Steuerentscheidung fahren. Solche Umschalter. Alles ist alles selber gedruckt, ne? Ja, das ist mein Plan. Ja, genau, sein Plan. Das kann ich wiederum nicht so gebrauchen. Also meistens, die wollen ja irgendwelche. Das ist klar. Ja, klar, hier ist natürlich wertvoll gewesen. Bei vielen Anlagen sind die Schienen verschraubt auf der Platte. Das ist einer der größten Arbeitsanteile. Ihr müsst diese ganzen kleinen Schrauben wieder rausdrehen. Viele andere Sachen sind in ein paar Minuten erledigt. Aber um das alles ordentlich abzubauen, da braucht ihr Zeit. Und jeweils meines Erachtens auch ein Akkuschrauber hilft da nicht wirklich viel, weil diese ganz kleinen Schrauben da wirklich zu treffen, ist, wenn die noch mit Schlitzschrauben verbaut sind, wirklich schwierig. Und da braucht man halt ein paar ordentliche Schraubendreher, die man mit dabei hat. Und die Lampen ist natürlich auch so eine filigrane Sache, auch vorsichtig abziehen. Manche sind einfach nur gesteckt in die Platte, andere sind ein bisschen festgeschraubt. Aber diese Sachen sind die Teile, die natürlich den Wert einer Anlage bringen. Jeweils, wenn ihr ganzes Zeug wieder verkaufen wollt. Deshalb müsst ihr damit sehr vorsichtig sein beim Abbauen.
Und was natürlich auch immer eine Sache für einen Modellbahnfreund ist, ne? Solche Anlagen haben immer Geschichte. Das ist nicht einfach seelenlos zusammengeklatschtes Zeug. Da haben Leute Jahre, Jahrzehnte vielleicht dran rumgebastelt und auch Buch geführt und Eintragungen gemacht und irgendwelche Anekdoten. Deshalb macht es auch manchmal Spaß, einfach die ganzen selbstgeschriebenen Notizen nochmal durchzulesen, die mit dabei sind. Ne? Wie ihr gerade in dem kurzen Video, also in dem Video, was gleich kommt, sehen werdet. Aber es setzt eine gewisse Präzision aus. Elektrolokomotive BR140. Gewartet 24.12.85, 89, 91, 93, 2007 und 2008. Das ist ja nach dem Checkout gepflegt, ja? Ja, hier! Das ist kein Witz! Ja, glaube ich dir aber nicht. Ich weiß nicht. Das, also, das fährt bei jedem locker. Ja. So, jetzt sind wir locker bei Halbzeit, um die Teile abzubauen. Noch eine große Brückenanlage. So, hier in diesen Kisten hinter und neben mir könnt ihr sehen, was ich alles jetzt mit nach Hause gebracht habe von der Anlage. Ehrlich gesagt bin ich ja nicht mal ganz fertig geworden, was vermutlich in dem Video auch rauskommt, weil das einfach zu viel war, so muss ich nächste Woche dann nochmal hinfahren. Aber das sind die Dinge, die ich alle abgeholt habe und da gucken wir noch mal kurz genauer drüber. So, was das hier ist, was hier alles steht, das könnt ihr natürlich alle selber sehen. Das sind wieder Häuser, Schienen, Modellbausätze, die nicht fertig geworden sind und dann... Was ich auch schon ein paar Mal erzählt habe, was ganz wichtig ist, die Originalverpackung. Ich habe hier zwei Kisten voll mit Originalverpackung. Ja, und das könnt ihr glauben oder nicht, das kalkuliere ich mal locker auf 200 Euro. Nur die Pappen. Hier seht ihr ein paar von den Lokomotiven. Darunter sind natürlich noch mehr unter der ganzen Folie. Ein Teil der Signale, die ich abgebaut habe. Ja, alle vorsichtig in eine Kiste reinlegen, dass da wirklich nichts kaputt geht. Bausätze, die allerdings schon gebaut sind, die da sind. Und davor, bei der Anlage war auch ein bisschen Minitricks mit dabei. So, und jetzt wie versprochen nochmal eine völlig unverbindliche Angabe über das Geschäftliche. Also, ich habe die Anlage gekauft für 900 Euro, für alles, was ihr da gesehen habt. Ne? Und ich gehe mal davon aus, dass ich für knapp das Doppelte alles verkaufen kann, wenn ich die ganzen Sachen dann alle ordentlich eingestellt habe und so weiter und so fort. Geht mal davon aus, dass ihr bei eBay-Gebühren ungefähr die Hälfte, nicht die Hälfte, dass ihr 10% abziehen müsst. Also sagen wir von 1800, sagen wir 200 Euro müsst ihr an eBay abgeben. Also bleiben euch... 700-800 Euro, was überbleibt, wenn ihr so eine Anlage verkauft. Ungefähr über den Daumen. Ne? Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. So, hier stehe ich noch in den Resten der Anlage. 1-2 Stunden maximal, dann habe ich alles abgebaut. Und dann habt ihr wieder gesehen, wie eine Anlage verschwindet leider.